So, vielleicht könnt ihr mir mal, weil ich habe das so oft noch, auch noch nicht gemacht, mal nicken. Seht ihr bisher nur mich oder seht ihr auch schon die Ina? Jetzt weiß man nicht, ob man nicken oder Kopfschütteln soll, ne? Ich liebe das Internet. Also, seht ihr auch die Ina? Sehr gut, okay, hervorragend. Dann hat das schon mal funktioniert. Genau, Ina Schöne ist genau der richtige Name. Also, perfekt. Manche von euch sind ja sogar so schlau und haben in den Chat geschrieben, das hätte ich ja auch einfacher machen können. Da seht ihr mal, ne? Der Felix, der kann Marketing, aber Technik, naja, geht so. Liebe Ina, schön, dass du da bist. Wenn du jetzt mal zwei Worte sagst, können wir auch rausfinden, ob die ganzen lieben Menschlein, die alle am Start sind, dich quasi auch hören. Ich schalte mal alle anderen auf stumm. So, und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich gebe dir mal dein Audio frei, Ina, und sag mal was. Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ihr hört mich? Super. Oh, Gott sei Freue Dank. mich für die rege Teilnahme. Das ist doch schon mal sehr cool. Und dann würde ich So. sagen, übergebe ich dir einfach mal das Wort. Wir spielen ein bisschen Ping-Pong, quatschen ein bisschen über das Thema Datenschutz und auf jedes. Auf jedes. Die Aufzeichnung läuft. Aufzeichnung läuft. So, dann gebe ich euch noch schnell meinen Bildschirm frei. Thema Datenschutz. Noch kurz in eigener Sache, ich werde hier immer mal ein paar Beispiele von Firmen nennen. Ich bin mit denen aber nicht vertraglich gebunden, sondern das sind einfach Beispiele aus meinem Alltag beziehungsweise Sachen, die ich selbst ausprobiert habe. Ja, starten wir mal mit meiner Lieblingssymbolik. Kermit der Frosch, BDSG neu und DSGVO geht mich nichts an. Das höre ich ganz oft. Ach, Ina, lass mich in Ruhe mit dem Thema Datenschutz. Oder aber ist mir zu kompliziert, finde ich mich nicht rein. Kurz mal zu den zwei Begriffen. DSGVO steht für die Datenschutzgrundverordnung, die ist von der EU erlassen worden und gilt für den ganzen EU-Raum. Und BDSG neu ist das Bundesdatenschutzgesetz, das gilt für die Bundesrepublik Deutschland noch zusätzlich. Also einfach, dass ihr es mal gehört habt, die Begriffe werden euch immer wieder über den Weg laufen. Ja, Datenschutz, worum geht es eigentlich? Es geht um den Schutz personenbezogener Daten von natürlichen Personen. Und ihr alle seid eine natürliche Person und habt personenbezogene Daten. Also ihr habt alle einen Vornamen, ihr habt alle einen Nachnamen, ihr habt ein Geburtsdatum, eine Anschrift, eine Bankverbindung, etc. pp. Und ich gehe mal davon aus, dass jeder irgendwo möchte, dort wo er Kunde ist, wo er Klient ist, wo er Patient ist, dass die Firmen, Praxen auch ordnungsgemäß mit euren Daten umgehen. Und genauso müsst ihr das auf euer Business beziehen, dass eure Kunden, eure Mitarbeiter, eure sonstigen Geschäftspartner, Lieferanten, alles, was da irgendwie zum geschäftlichen Dunstkreis hinzugehört, dass ihr mit den Daten dort auch verantwortungsbewusst umgeht. Und dort, also darum geht es schlussendlich beim Datenschutz, beziehungsweise ist die Kernaussage der Okay. Datenschutzgrundverordnung. Ina, eine Frage, die ich mal ganz kurz an der Stelle habe, Ja. ist, wenn ich mich jetzt nicht daran halte oder einfach sage, ich habe da jetzt keinen Bock drauf oder ich muss jetzt gerade erstmal meine Conversion optimieren oder ich muss ja erstmal Kunden gewinnen, kann mir da eine Strafe drohen? Kann das teuer werden? Ja, na klar, da komme ich dann später nochmal dazu. Also die Strafen, die werden am Umsatz bemessen und ich sag mal, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das ist so ein altes Sprichwort und deswegen sollte sich jeder, der selbst wenn er in der Gründungsphase ist, und es ist eigentlich auch ein Vorteil, sich mit dem Thema Datenschutz beschäftigen, weil die Unternehmen, die schon ganz lange am Markt sind, denen fällt das heutzutage viel, viel schwerer, in ihre Geschäftsprozesse dieses Thema zu integrieren, weil die schon festgefahren sind. IT-Technik gekauft haben, etc. pp. Also jeder, der heute jetzt startet, hat die Möglichkeit, das gleich in die richtige Richtung auch im Sinne des Datenschutzes zu ziehen. Und wie gesagt, gerade in der Gründungsphase tut es einfach im Portemonnaie richtig weh und auch dort ist Also es. ich sollte es direkt richtig machen. Ja. Okay, gut. So, jetzt höre ich immer wieder, ja, Ina, ich muss den Datenschutz nicht anwenden. Hier nochmal ganz kurz, wer, für wen gilt das? Also alle Anbieter, die Waren oder Dienstleistungen anbieten. Und hier spielt es auch keine Rolle, ob ihr dafür Geld verlangt oder nicht. Und die Betreiber von Profiling, also jeder, der was zu verschenken hat, der irgendwie eine Internetseite betreibt, einen Blog etc. pp., fällt hier runter. Und es spielt auch keine Rolle, ob die Daten jetzt automatisiert verarbeitet werden oder händisch.
Und hier steht jetzt Dateisystem, also denken wir jetzt alle irgendwie an unseren Computer, an unsere Cloud, aber auch alles, ich halte das mal hoch, ich bin ja so ein Fan von Notizbüchern, also alles, was ihr an Kundendaten oder Mitarbeiterdaten oder also personenbezogenen Daten aufs Papier bringt, fällt ja auch runter und ihr müsst da einfach aufpassen, dass das nicht rumliegt und da irgendwo jemand sich da einen Zugang verschafft. Und heißt zum Beispiel für mich, wenn ich Beratung mache und ich habe immer so ein schönes Notizbuch und ich würde mein Notizbuch irgendwo in einem Seminarraum liegen lassen, dann muss ich mir vorher mal Gedanken gemacht haben, okay, was passiert, wenn das passiert? Wie kann ich mich vielleicht auch dagegen absichern? Und das Zweite, was ich gerade bei dir sehe, ist auch ganz wichtig für alle von euch, unentgeltlich. Also wenn ihr jetzt sagt, ja, ey, ich habe mit dem Thema nichts zu tun, ich biete ja nur einen Leadmagneten an und bei mir kannst du dir nur ein kostenloses E-Book erstmal runterladen oder ich habe nur einen Blog, dann entbindet euch das nicht, hier Vollgas Datenschutz zu machen. Ne? Genau so ist es. Okay. Und was sein Notizbuch angeht, früher gab es mal so Tagebücher, die hatten so ein kleines Schloss mit einem Schlüssel, dass die Mutti nicht nachlesen kann. Vielleicht gibt es das heute noch. Ja, das gibt's glaube ich immer noch. Meine Schwester hatte auch so eins und ich habe dann den Schlüssel immer geknackt. Man konnte da mit so einem kleinen Metalldraht, aber das ist ein anderes Thema. Mach du mal weiter. Genau, Felix, du hast es schon angesprochen, unternehmerische Risiken. Zum einen die finanziellen Verluste. Merkt euch hier, das geht vom Umsatz weg. Also alle, die auch noch kein Geld verdienen, aber Umsatz machen, das ist dem Datenschutz egal und müsst es auch so verstehen, das Geld ist sofort zahlbar, also wie wenn er irgendwo einen Strafzettel kriegt. Und zum anderen Unternehmensdaten weg, also eure Geschäftsdaten, die damit auch verloren gehen und damit könnt ihr einfach eure Geschäfte nicht mehr machen. Wer Mitarbeiter hat, hier nochmal mein Hinweis, schult diese Mitarbeiter, die sind A, ein Aushängeschild und B, sind die, gehen die ja auch mit personenbezogenen Daten um und müssen insofern auch wissen, was zu tun ist und wie sie das in ihrem täglichen Doing dort umsetzen. Was ich hier auch nochmal wichtig finde, ein Punkt von mir, den ich gerade bei Gründern super häufig gemerkt habe, ist so, ich habe da einen Freund von mir, der hat da Ahnung von, der hat mir das alles so erzählt und dann kommt es nachher zu irgendeinem Fall und dann sagt man so, wusste ich ja nicht, mein Freund hatte mir das ja erzählt, dass das so wäre. Das ist so ähnlich wie alle Leute, die mir immer sagen, ja, ich habe da so jemanden, der macht mir eine Internetseite und nachher dann merken, dass die Internetseite entweder niemals fertig wird oder nicht so dolle ist. Das entbindet einen nicht von der Schuld, nur weil man denkt, man hätte jemanden, den man danach gefragt hat. Ne? Also deswegen, ich finde es immer gut, als Unternehmer von allen Bereichen zumindest ein bisschen Ahnung zu haben. Klar kann ich hier und da was outsourcen, aber ein bisschen Grundahnung sollte ich auch haben. Das ist genau richtig, Felix. Ja. So, das Wichtigste auf der Folie, was ihr euch merken müsst, keine Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten ohne Zustimmung. Das ist die sogenannte Einwilligung. Wenn ihr irgendwas macht, holt euch schriftlich die Einwilligung von den Leuten. Oder ihr habt eine andere Rechtsgrundlage. Was wäre das? Das wäre zum Beispiel ein Arbeitsvertrag oder ein Kaufvertrag. Dort müssen personenbezogene Daten erfasst werden, damit das zustande kommt. Ansonsten einfach die Finger weglassen oder eben jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ich habe euch hier nochmal die 6 Verarbeitungsgrundsätze aufgeführt, wird jetzt aber darauf nicht eingehen. Wen das mehr interessiert, auch die Bundesregierung hat ein kostenloses Buch, was man bestellen kann übers Internet. Weißt du, wo man das kriegt? Das gibt es bei der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Ich würde dir dann einfach den Link im Nachgang nochmal schicken. Kannst du vielleicht in deinen Newsletter einbauen. Ja, ja. Ist kostenlos. Ihr habt da alles nochmal drin. Dauert ein paar Tage, aber... Ja, aber ein cooler Tipp. Genau. Machen wir mal weiter. Das ist jetzt für die etwas größeren Unternehmen wichtig, aber ihr solltet jetzt einfach mal gehört haben, der Datenschutz unterteilt in verschiedene Kategorien. Das sind die persönlichen Daten, das sind die Daten, die zu mir als Person gehören. Also das ist zum Beispiel definitiv mein Geburtsdatum, weil das kann mir keiner, das kann ich auch nicht verändern. Dann die sachlichen Daten. Das sind zum Beispiel alle technischen Daten, Bankverbindungen, IP-Adressen, Transaktionsnummern und die besonderen Kategorien, auch die sensiblen Daten, wer hier unterwegs ist, also sprich auch dessen Geschäftszweck zum Beispiel Videoproduktionen sind, das fällt unter biometrischen Daten. Hier bitte wirklich nochmal
ein Stück weit sensibler umgehen, weil hier gibt es nochmal andere gesetzliche Regelungen. Also das heißt, gerade wenn jetzt einer von denen, die jetzt hier gerade schon am Start sind, mit einem von den unteren Daten aus diesen besonderen Kategorien zu tun hat, also zum Beispiel Gesundheitsdaten oder ähnliche Geschichten, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Personal Trainer bin oder sonst irgendwas, dann sollte ich mich nochmal ganz explizit mit diesem Thema auseinandersetzen. Genau, oder Ernährungscoaches, die irgendwelche Allergien erfassen, hier wirklich aufpassen. Okay. Ja, dann gibt es eine Auskunfts- und die Rechenschaftspflicht. Ich mache das ganz kurz, Auskunftspflicht gegenüber Betroffenen. Also es kann oder ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal passiert, du rufst irgendwo an und dann kriegst du die Frage gestellt, na, wo haben sie denn meine Daten her? Manche machen das auch aus Jux und Dollerei, um einen zu ärgern, aber erstmal sitzt man so, huch, Also man hat als Person, also das auch jeder von euch, das Recht, beim Unternehmen nachzufragen, hallo, sag mir mal, wo hast du denn meine Daten überall gespeichert? Also es kann auf euch zukommen, dass mal jemand nachfragt und eine Rechenschaft... Sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich habe gerade aktuell genau diesen Fall gehabt. Ich habe mal so einen Kunden gehabt vor 6, 7 Jahren und frag mich jetzt nicht aus welchem Grund und habe vor einiger Zeit Post von seinem Anwalt gekriegt, obwohl wir eigentlich gar nichts mehr miteinander zu tun haben und auch alles in Ordnung war. Die haben das aber wohl bei allen Firmen gemacht, dass die angefragt haben, welche Informationen wir damals über den und im Zuge der Zusammenarbeit in irgendeiner Form eingeholt haben. Und dann habe ich erst gedacht, ja gut, keine Ahnung, die ich mal in das Notizbuch geschrieben habe, was ich nicht mehr habe, das kannst du natürlich so nicht zurückschreiben. Also von daher ist es wirklich wichtig, sich im Klaren darüber zu sein, dass wenn du auch mit jemandem in ein geschäftliches 1-zu-1-Gespräch gehst und bestimmte Sachen aufschreibst und erfasst, dass das alles Sachen sind, die unter den Datenschutz fallen, ne? Das ist richtig. Und wenn hier mal sowas ist, also wenn irgendjemand mal so eine Anfrage bekommt und sich das alles sich auch ein bisschen komisch anfühlt, also hört dort wirklich auch auf euer Bauchgefühl, dann jemanden anrufen, der sich damit auskennt, die wissen, was dann zu tun ist. Also dort ja. Die selber irgendwie agieren, da hängen auch Fristen dran etc. pp., dass ihr euch dort nie einfach zukünftig noch weiter in die Bredouille bringt. Okay. Dasselbe gilt bei der Rechenschaftspflicht gegenüber Landesbehörden. Das ist dann der Fall, wenn mir mal eine Datenpanne passiert, was das ist, da kommen wir dann noch dazu, die wollen dann schon sehen, was hast du denn zum Thema Datenschutz gemacht? Hast du denn dein Handy-Passwort verschlüsselt oder, ich sag mal, deine Haustür, deine Bürotür abgesichert oder hast du da einfach nur ein Vorhängeschloss dran gehangen, was man mit einem Bolzenschneider aufheben kann? Das einfach nur mal im Hinterkopf behalten. Wenn euch das auch passiert, dann wirklich auch einen Fachmann anrufen und das in andere Hände geben. Super Tipp übrigens, auch wenn man das jetzt vielleicht gerade gar nicht so richtig rausgehört hat. Wenn du zum Beispiel Ordner hast, in denen du Kundendaten sammelst und die legst du bei dir in den Keller und dein Keller ist nicht mal abgeschlossen und diese Daten kommen weg und da sind irgendwelche Rechnungen, Abrechnungen oder Umsätze oder Bilanzen dabei, dann kannst du ja nicht nachher sagen, ja sorry, kann ich ja nicht dafür, wenn jemand bei mir eingebrochen hat, wenn du deinen Keller nicht abgesichert hast und noch nicht mal ein Schloss dranhängt. Also wirklich darüber nachdenken, wo werden die Sachen gesammelt, ne? Also wenn ich hier mit Kunden zum Beispiel hauptsächlich über WhatsApp kommuniziere und habe auf meinem Handy aber noch nicht mal einen Sicherheitscode und jeder kann mein Handy aufmachen, weil ich 11111 eingeben kann, dann hat das, glaube ich, nicht wirklich viel mit Datenschutz zu tun. Die Anmerkung ist richtig, Felix. Und auch nochmal beim Keller, Achtung, auch Hochwasser oder Wasserschäden, das fällt dort alles mit rein. Also tatsächlich wirklich überlegen, wo lagere ich die Sache und das vielleicht dann doch in eine ordentliche Lagerbox geben oder an einen Archivdienstleister. Wichtiges Wort in diesem Kontext, Sorgfaltspflicht. Ja, also dass ich sorgfältig mir, dass auch Landesbehörden erkennen, ich habe mir Gedanken dazu gemacht, dass ich nicht wie so ein Eumel die Sachen halt sonst wo abgelegt habe und die einfach bei mir irgendwo immer rumlagen und die Tür steht die ganze Zeit auf und Leute kommen rein und Leute kommen raus, sondern dass ich mir wirklich Gedanken dazu gemacht habe. Richtig. So, hier noch 2 Sachen, die an euch immer mal wieder über den Weg laufen. Das eine ist das Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeiten. Das ist eine sogenannte, ich würde es jetzt mal als Inventarliste sehen, wo drin steht, wohin verarbeite ich denn überhaupt personenbezogene Daten in meinem Unternehmen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich verarbeite meine Kundendaten nicht in einem Notizbuch, sondern in einem CRM-System, also Customer Relationship Management System oder Kundendatenbank auf Deutsch. Dann wird das dort aufgeführt. Das kann auch ein Datenschutzbeauftragter übernehmen. Also da gibt es auch Computerprogramme, die dort unterstützend tätig sind. Und das ist das, was dir auch nutzt, wenn du mal eine Anfrage bekommst seitens einer Person, die wissen will,
wo sind die Daten überall hingegangen, oder die Behörde guckt mal und sagt, naja, jetzt sag mir mal, was hast du denn gemacht? Aber bei diesem Verarbeitungsverzeichnis, da kann ich mich nämlich noch dran erinnern, da habe ich letztes Jahr viel Arbeit mit gehabt. Weil für alle die, oder ich habe ja auch gesehen bei den ganzen, die sich jetzt hier eingetragen haben, die auch hoffentlich hier mein Buch gekauft haben oder sich haben kostenlos schenken lassen. Was mir aufgefallen ist, ist, wenn ich jetzt bei mir selber mal darüber nachdenke, habe ich ja extrem viele Firmen, mit denen ich eigentlich Daten austausche. Also jetzt in diesem Kontext. Ich habe jetzt irgendwie, ich verkaufe mein Buch über Digistore. Das heißt, die generieren ja in irgendeiner Form die Kundendaten. Die Kundendaten gehen von da aus in das E-Mail-Programm Clicktip weiter. So, dann geht das von da, das geht nach da, dann gibt es den, dann gibt es da irgendwelche Tools und so weiter. Das heißt, rein theoretisch muss ich alle die, mit denen ich in irgendeiner Form hier Daten austausche, auch in dieses Verarbeitungsverzeichnis übernehmen. Genau, einfach mal machen, auch wenn das jetzt nach Aufwand klingt, aber das gibt euch immer auch ein Spiegelbild. Habe ich vielleicht auch manchmal zu viele Dienstleister? Also verramsche ich mich auch mal gerade oder verzettel ich mich? Zum anderen habt ihr dort immer einen Überblick, weil den braucht ihr auch, wenn es dann um die Datenschutzerklärung geht, weil genau die Dinge müssen ja dann dort rein. Ja, okay, super. So, zweiter Punkt, Auftragsverarbeitungsverträge oder Auftragsdatenverarbeitungsverträge, manchmal auch im Wortgebrauch, im Umlauf. Das sind die Sachen, wenn ihr eben wie Clicktip oder Digistore die Weiterverarbeitung von Personen- oder Auftragsdaten an externen Dienstleister rausgibt, also Google Analytics für die Webseiten oder andere Tracking-Software oder aber Newsletter-Systeme oder wer eine Marketingaktion an eine Agentur weggibt oder ein Callcenter einsetzt oder alle, die Mitarbeiter haben, die ein Lohnbüro mit der Personalabrechnung beauftragen. Und hier wichtig auch nochmal externe Rechenzentren, also Cloud-Systeme, aber auch für die Website. Und Fernwartungssysteme, also wer seine IT-Technik fernwarten lässt, braucht diese Verträge. Und diese Verträge, die sind, haben die Firmen, also eine ordentliche Firma, die mit dem Datenschutz ordentlich umgeht, die hat die Verträge da, sodass ihr jetzt auch nicht zum Anwalt gehen müsst. Super wichtiger Punkt, mit dem ich mich letztes Jahr auch sehr intensiv, als das alles mit der DSGVO war, auseinandergesetzt habe. Liebe Leute, bitte berücksichtigt Folgendes. Ihr fangt an, mit euren Kundendaten, die mit anderen Firmen zu tauschen. Ja, also ich tausche, wenn du dir jetzt mein Buch bei Digistore bestellst, dann hat Digistore ja auch deine Daten. Und dann muss ich ja mit Digistore eine Vereinbarung abschließen, dass Digistore jetzt nicht hingeht und sagt, so, was weiß ich, der Peter, der Max, der Alex, die haben jetzt mein Buch gekauft, die Daten verkaufe ich jetzt nach Polen, weil dann kriegen die einmal zum Geburtstag irgendwie einen Kuchen zugeschickt, dass die irgendwie sonst was machen können. Das heißt, hier wirklich die Firmen sich genau anzuschauen, erstmal vielleicht eine Liste machen aller Firmen, mit denen ich in irgendeiner Form in Kontakt stehe. Und dann diese Firmen proaktiv angehen. Das findest du manchmal ganz einfach, indem du zum Beispiel eingibst, was weiß ich, Digistore Auftragsdatenverarbeitung, Clicktip Auftragsdatenverarbeitung. Überlegt mal, mit wem tauscht ihr Daten? Also welche cloud-basierten Systeme wie CRM-Systeme, wie irgendwelche anderen Sachen verwendet ihr auch bei Google Analytics? Ein ganz, ganz wichtiges Thema, was auch viele Leute nicht wissen. Und dass ihr einfach, das geht in der Regel mittlerweile super, super schnell, auch digital, einfach mit denen diese Auftragsdatenverarbeitung abschließt. Das dauert in der Regel nur ein paar Minuten, dann speichert ihr euch irgendwo diese PDF, macht euch einen Ordner, der heißt einfach Auftragsdatenverarbeitungen, dann sind die ganzen Dinger da abgespeichert, dann seid ihr da schon mal einen Schritt weiter. Genau, so ist es. Und wie gesagt, wenn ein Dienstleister sowas nie vorhanden hat, sollten bei euch hier oben auch die Alarmglocken angehen und sagen, Huch, stopp. Und jemand, der das hat, erleichtert, also es erleichtert euch einfach auch die Arbeit im Tagesgeschäft. Genau. So, jetzt habe ich mir mal gedacht, okay, Felix, Marketing, man kann das Thema ja auch positiv besetzen. Ich habe euch mal ein Beispiel von Xing mitgebracht, auch wenn Xing jetzt, sage ich mal, was das Netzwerken angeht, eher rückläufig ist. Die haben jetzt hier unten so einen schicken DSGVO-Button und signalisieren sozusagen im Außen dem Nutzer oder dem neuen Nutzer, wie sie mit der Datenschutzgrundverordnung umgehen. Und man kann das Thema, also ich denke mal, hier kann man einfach auch nochmal einen netten Marketing-Gag kreieren oder das Thema für sich positiv besetzen, weil es hilft euch in der Kundenbindung, in der Mitarbeiterbindung oder überhaupt in der Vertrauensbildung für euer Geschäft. Und gerade die neue Anfang, der Vertrauensaufbau ist, glaube ich, ja am Anfang neben dem Kundenaufbau das Wichtigste. Genau, also super, super wichtiger Punkt. Ich finde es auch sehr schön dargestellt. Think positive, also positiv solche Themen anzugehen. Nicht nur
okay, ich muss das jetzt machen, sondern bei allem, mein Grundgedanke als Unternehmer Nummer eins ist immer, wie kann ich irgendetwas für mich nutzbar machen? Wie kann ich jetzt, dass ich mich jetzt an den Datenschutz halte, vielleicht für mich nutzbar machen? Kann ich ein Siegel dafür verwenden? Kann ich die Leute darauf hinweisen? Kann ich den Leuten sagen? Es gibt Menschen, für die ist dieses Thema noch wichtiger, als es vielleicht für jemand anders ist. Und wenn ich das positiv darstelle, und wir Deutschen, wir lieben ja Siegel, ja, das auch nochmal so ein bisschen betonen kann, dann habe ich doch eine coole Möglichkeit, mich hier auch nochmal vom Wettbewerb zu differenzieren über ein Thema, wo ich dachte, oh Gott, ich will es einfach nur abarbeiten. Richtig, Differenzierung von Wettbewerb ist hier genau das Stichwort. Ja, das war es jetzt schon mal so ein bisschen mit den Grundthemen. Gehen wir mal in die Praxis, die Homepage. Macht euch erstmal bewusst, dass eure Homepage im Vergleich zu euren Büroräumen von jedem auf der Welt erreichbar ist, der einen Internetzugang hat und der eure Website-Adresse kennt. Das heißt, ihr liefert dort auch Angriffsfläche für Hater, für Leute, die euch nicht wohlgesonnen sind, die euch wieder vom Markt weg haben wollen. Und deswegen hier, ich will jetzt eigentlich nicht oberbelehrerisch sein, aber wirklich macht die Website safe. SSL-Verschlüsselung für alle Seiten ist immer wieder ein Thema, auch wenn man denkt, es muss da eigentlich schon mal durch sein. Wichtig das heißt, auch. Für die, die keine Ahnung davon haben, was ist denn jetzt eine SSL-Verschlüsselung? Machen wir mal ganz simpel. Das heißt, die Daten werden verschlüsselt übertragen. Das könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr auf meine Seite geht, wenn ihr auf felixthönsen.de geht, dann seht ihr da links oben im Browserfenster, seht ihr, dass diese Seite sozusagen als sicher markiert wird. Das ist nicht nur gut für den Datenschutz, das ist auch gut für SEO-Ranking. Also genau. Ein Faktor, den ihr eh machen solltet, wenn ihr euch jetzt überlegt, ja, keine Ahnung, wie funktioniert das denn? Dann guckt mal, je nachdem, wo eure Seite liegt, ob bei 1&1, bei Strato oder bei sonst wo einem Anbieter. Das ist super, super simpel. Genau, bei Google wird es jetzt angezeigt, dass die Seite unsicher ist. Also das ist definitiv ein Thema. Und für alle, die ihre Seiten selbst bauen, macht euch eine Checkliste, wo ihr das wirklich abhakt, dass ihr dort sicher seid. Ja. Also Datenschutzerklärung bitte getrennt auf zwei Seiten und bitte in Deutsch. Ich erlebe es ganz oft, die Seite ist in Deutsch, das Klientel ist in Deutsch und die Datenschutzerklärung ist in Englisch, weil es vielleicht hipper klingt, weil es vielleicht cooler klingt, aber alles bitte einheitlich machen. Hier nochmal einmal eingehakt, ganz wichtiger Punkt, weil das viele Leute nicht wissen, Impressum und Datenschutzerklärung zwei Seiten, nicht eine Seite. Ich sehe das immer wieder, dass das ganz häufig gibt. Das ist quasi schon falsch und das ist quasi schon ein Verstoß und von daher würde ich das so machen. Genau, und es gibt halt die sogenannten Abmahnvereine, die auch explizit nach sowas suchen und euch dann ein Ticket schicken und deswegen einfach hier oben abspeichern. Ja. Ja, die müssen auch, also sowohl Impressum als auch Datenschutzerklärung von jeder Unterseite erreichbar sein und tut mir auch einen Gefallen, packt das nicht in die letzte Ecke, weil das suggeriert im Außen, ihr habt was zu verbergen. Ihr macht krumme Geschäfte, so wie Felix das ja par excellence. Krumme Geschäfte, so wie Felix. Geil. Guter Versprecher. Wenn ihr gut, dass du noch weiter. Ihr macht ja krumme Geschäfte, so wie Felix. Wie das Felix in seinem Video. Geil. Nein, wie du in deinem Video gezeigt hast, kannst du ja nochmal überlegen, ob du noch eine Folgeserie machen willst zum Thema Datenschutz-Webseiten. Ja. Genau, Opt-in, Opt-out-Verfahren für Cookies und Plugins. Also es ist so, es darf nicht davon ausgegangen werden, dass die Leute wissen, wie sie Cookie-Einstellungen in ihrem Browser ändern können. Also es gibt tatsächlich Leute, die wissen, wie sie ihren Computer starten, wie sie den Browser starten und wie sie eine Internetseite eingeben. Das heißt, es gibt jetzt momentan oder 1, 2, 3 Seiten, ich kann euch das dann im Nachgang auch nochmal zeigen, wo diese Opt-out-Funktion ist, sprich ohne Tracking fortfahren. Ja. Das wird sich jetzt durchsetzen und alle, die jetzt neu anfangen, die jetzt gerade am Webseiten programmieren, Design sind, macht das gleich mit richtig, dass ihr dort nicht später nochmal ran müsst und das alles wieder umändern müsst. Ja, ein Tool, was es dazu zum Beispiel gibt bei WordPress, was ich kenne jetzt einfach, um es noch ein bisschen pragmatischer zu machen, ist Borlabs. Borlabs ist ein Plugin, mit dem man das zum Beispiel machen kann. Dann kannst du auswählen, ich möchte die Seite inklusive aller Cookies, inklusive Cookies nur von eigenen Cookies oder auch von Drittanwendern oder ohne sämtliche Cookies besuchen. Genau. Ja, Datenschutzhinweis auf dem Kontaktformular. Also hier muss nochmal hingewiesen werden, dass die Daten verarbeitet werden und nochmal eine Verlinkung zur Datenschutzerklärung.
Das heißt, unten unter, wenn ich ein normales Kontaktformular habe, muss unten drunter stehen, hey, hier findest du, wie wir mit dem Datenschutz umgehen, da ist unsere Datenschutzerklärung. Das muss eigentlich unter jedem Kontaktformular stehen. Es muss drunter stehen. Ob der Haken, also dieser Haken, den man dann auch, was manche machen, das ist, sage ich mal, jetzt optional, weil wenn ich in ein Kontaktformular was eingebe, also ich jetzt, ja, dann suggeriere ich ja, ich will mit dir Kontakt aufnehmen. Das wäre dann ein bisschen vom Essen. Ja. Also den Haken habe ich bei mir zum Beispiel auch nicht. Und für alle, die auch hier wieder, sorry, ich kann immer WordPress-Beispiele geben, weil wir das haben, das kannst du einfach zum Beispiel bei Contact-Form oder bei sonst wo, kannst du den Punkt einfach integrieren, schreibst du unten rein, verlinkst die Datenschutzerklärung, ist eine super simple Sache, dann übernimmst du das einfach für alle Formulare, also keine großartige Arbeit und wieder ein Stück sicherer. Genau, und nicht zu vergessen, das hat man gerade, die Auftragsverarbeitungsverträge abschließen mit euren Anbietern und Dienstleistern, für alles, was auf eurer Website passiert, Google Analytics, Webhoster und dazu noch die Verlinkung zu deren Datenschutzerklärungen. Das zeige ich euch dann aber nochmal in einem Praxisbeispiel. Nächster Tipp von mir, liebe Leute, Datenschutz oder Auftragsdatenverarbeitung mit Google Analytics. Das wissen viele nicht. Du musst ein Dokument ausdrucken, du musst dieses Dokument unterschreiben und du musst dieses Dokument dann, ich glaube, das geht nach Irland schicken und dann schicken die das unterschrieben zurück. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile auch schon digitalisiert ist. Also ich habe jetzt noch mal nachrecherchiert, es geht jetzt wohl auch online. Okay, also ganz wichtig für alle die, die hier Tracking auf ihrer Seite betreiben, egal ob es Google Analytics, ob es Mouseflow, ob es irgendwelche Heatmaps sind oder irgendwelche Programme aus Russland, also ganz, ganz wichtig. Also die Programme aus Russland bitte weglassen, ja? Da. Genau. Ja, das war's zur Website, kommen wir mal zu den Social Media Profilen. Hier ist wirklich, achtet hier drauf, hier gibt es eine Impressumspflicht. Und hier reicht es auch nicht aus, einfach nur eine Verlinkung auf das Impressum zur zur Website zu machen, sondern ihr müsst das Impressum wirklich genauso einpflegen, weil es muss sichtbar sein, wer ist der Betreiber eures Facebook-Profils. Also immer, wenn ihr das geschäftlich nutzt, eures LinkedIn-Profils, Xing, Instagram, alles Mögliche, was da irgendwie ihr benutzt, bitte ganz wichtig, das dort zu tun. Eine wichtige Ergänzung dazu, weil ich glaube, hier in der Gruppe wird jetzt kein einziger sein, der nicht Instagram hat. Bei Instagram hast du ja das Problem, dass du ja eigentlich nur einen einzigen Link eintragen kannst. Wenn du dich jetzt daran hältst, ich sage das jetzt mal so hart, dann müsstest du da ja jetzt dein Impressum eintragen. Jetzt wird die Datenschutzbeauftragte sagen, ja, solltest du machen. Der verrückte Marketing-Typ sagt jetzt, ich bin noch nicht bescheuert und verschwende diesen einzigen Link, den ich habe für mein Impressum. Deswegen setzen ja mittlerweile, da müsst ihr mal schauen, ganz viele entweder auf so Anbieter wie Linktree, dass du halt hingehst und da einen Link hinterlegst, der wiederum mehrere Links darstellt. Oder du kannst dir das auch mal bei mir bei Instagram angucken. Ich habe das einfach auch mit einem eigenen Link auf eine Unterseite bei meiner Webseite gemacht, auf der du dann aber auch einen separaten Button extra für das Impressum findest. Und auf der Seite selber ist ja natürlich auch nochmal das Impressum drauf. Das heißt, hier bist du eigentlich relativ safe. Die allersafeste Variante, die ich mir überlegt habe, die mir gerade einfällt, die ich selber noch nicht habe, ist eigentlich, wenn du es bei Instagram so machen würdest, du machst da einen Link mit alle meine Links, du gehst auf die Seite, du hast oben die Links und unten würde aber dein komplettes Impressum schon auf der Seite sozusagen drauf sein. Das heißt, du landest eigentlich auf einer Impressumsseite, auf der es aber auch nochmal 2, 3 Links zu Produkten, Hinweisen oder was auch immer gibt. Ne, weil diese Kombination aus Marketing und Datenschutz ist natürlich, manchmal stößt das so ein bisschen gegeneinander. Du willst ja jetzt nicht dein Impressum bei Instagram verlinken, sondern so kannst du vielleicht einen netten Workaround bauen. Genau, also schaut hier einfach mal, wie es andere vormachen. Das ist dort tatsächlich schwierig, weil es dieses separate Feld wie bei Facebook einfach nicht existiert. Ja. Jo, Thema Newsletter. Hier gehe ich nochmal ein Stück weit in die Tiefe. Wichtig ist zum Thema Newsletter, es muss aktiv zugestimmt werden. Also schickt niemals irgendjemand einen Newsletter, nur weil ich hier euch jetzt meine Visitenkarte gebe und ihr denkt, oh Mann, die Ina, coole Frau, da schicke ich mal meins. Ich trage die mal dort ein. Das geht nicht. Also hier wirklich, ist wirklich auch Vorsicht geboten. Wenn ich euch sage, ja, du darfst mir den zuschicken, dann bitte hier auch immer in dem Double-Opt-In-Verfahren. Das hat einfach den Vorteil, dass ihr nachweisen könnt, dass ich aktiv zugestimmt habe. Zum anderen hier, wie beim Kontaktformular, den Datenschutzhinweis mit draufbringen, wie die Daten im Rahmen des Newsletter-Versandes bei euch verarbeitet werden. Aber hier gibt es auch vorgefertigte Systeme. Also das soll bei Clicktip alles mit drin sein.
keine indirekte Zustimmung. Ich erlebe das ganz oft. Also ich habe ein E-Mail-Postfach, das ist wirklich nur für Newsletter, weil dort eben, ich sag mal, ich da wirklich zugemüllt werde. Da steht das irgendwo im Kleingedruckten. Also ich bestelle irgendwo was und irgendwo im Kleingedruckten kriege ich, steht drin, ach übrigens, Sie kriegen noch ein Newsletter. Also hier wirklich bitte aufpassen, es muss eine aktive Zustimmung nochmal mit einem separaten Haken erfolgen. Das ist jetzt marketingtechnisch natürlich auch wieder nicht gerade so von Vorteil, aber hier gab es tatsächlich ganz viele böse Abmahnungen. Ich zeige euch dann ein Beispiel von dem Freebie, wie man das machen kann. Und Felix, du hast es in deinem Newsletter-Seminar eigentlich super dargestellt. Macht einen Newsletter, der interessant ist, dann melden sich die Leute auch an und dann haben die Leute auch keinen Bock, sich wieder abzumelden. Also das ist die einfachste Lösung. Ja, und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, bei mir ist immer so die Erfahrung, dass egal in welchem Newsletter ich bin, die Leute verkloppen halt immer nur irgendwas. Da wird immer irgendwas verkauft. Natürlich jeder Unternehmer, jeder will irgendwie was anbieten, jeder hat irgendwelche Produkte. Aber meine persönliche Erfahrung ist einfach, wenn der Content gut ist, wenn du hingehst und sagst, hey, pass mal auf, so wie jetzt bei uns, ich mache jetzt mal einen kleinen Werbepitch, wenn du jetzt hingehst und sagst, hey, wir machen einmal die Woche ein cooles Coaching zu einem Thema, was dich wirklich weiterbringt und der Inhalt ist wirklich hochwertig, du hast coole Leute da und coole Experten, dann haben die Leute erstens auch Bock, Geld dafür zu bezahlen und zweitens haben die auch Bock, dann in den Newsletter zu sein, haben auch Lust, sich in der Gruppe auszutauschen, aber diese ewigen Dinger, ey, so wirst du reich in 2 Wochen, leider hat doch nicht funktioniert, das lag aber dann an dir. Da kriege ich selber immer die Krise. Also achtet hier auf diese Punkte, liebe Leute. Achtet darauf, dass ihr niemanden einfach so für ein Newsletter anmeldet. Achtet darauf, dass man sich einfach, das finde ich auch extrem wichtig, einfach auch wieder von dem Newsletter abmelden kann. Es gibt so Newsletter, wo ich denke, ey, da komme ich ja nie mehr raus. Da muss ich mich noch 6-mal irgendwo einloggen und dann da noch was machen und da noch was machen. Also macht es den Leuten einfach. Jemand, der eh keine Lust mehr hat auf eure Daten, jemand, der eh keine Lust hat, mit euch in Kontakt zu treten, hey, ja, den lasst ihr bitte auch einfach irgendwann mal gehen. Ne? Zwingt ihn nicht. Richtig. Ja, Felix, und du gehst ja da auch mit positivem Beispiel voran. Der Newsletter flatterte gerade rein, als ich hier an der Seite gearbeitet habe. Und ich zeige euch jetzt hier nochmal, also hier ist der Ausschnitt aus dem Newsletter mit dem Impressum. Und hier unten habt ihr nochmal, klicke hier, um deine E-Mail-Adresse zu ändern. Klicke hier, um die über dich gespeicherten Daten einzusehen. Ich habe das ausprobiert auf einer anderen Seite. Also da kriegt man eine E-Mail geschickt, wo drin steht, Ina, deine Daten sind dann und dann erfasst und dem System gespeichert. Super Sache, weil das alles automatisiert erfolgt. Also ihr müsst hier nichts händisch machen. Und hier unten, so wie Felix gerade gesagt hat, der Abmeldebutton in jeder E-Mail, also in jeder Newsletter-E-Mail, die ihr verschickt, muss das so mit drinstehen. Genau. Ja, hier nochmal Praxisbeispiel Freebie. Hier geht es zum Online-Kurs und hier müsst ihr tatsächlich nochmal das Feld machen. Ja, ihr dürft mir regelmäßig euren Newsletter zusenden. Ich habe das jetzt mal hier auf die Schnelle nachgebaut. Das kann man natürlich nochmal charmanter formulieren, dass man das nicht Newsletter nennt, sondern eben Marketing News, goldene Supertipps. Genau, und wichtig ist hier tatsächlich auch zum Newsletter-Versand wirklich nur die E-Mail-Adresse. Also lasst wirklich alle unnötigen Daten weg, die ihr dort nicht erfassen müsst. Seid kein Datensammler, weil das im Außen auch wieder suggeriert, ihr seid ein Datensammler und die Daten gehen nach Polen oder nach Russland. Also ich sammle bei mir Vorname und E-Mail. Einen Hinweis an alle anderen Leute, was ich rückwirkend gerne noch gesammelt hätte, wäre sogar das Geburtsdatum gewesen, weil man damit eigentlich ganz coole Sachen machen kann. Wenn du weißt, wann die Leute Geburtstag haben, kannst du halt ganz coole Aktionen machen, kannst denen aber auch einfach nett gratulieren, kannst denen vielleicht irgendeine Nachricht schicken, kannst ein individuelles Video machen oder sonst irgendwas. Das finde ich noch ganz nett, aber ansonsten bin ich voll bei dir. Ich würde hier auch das Minimum an irgendwelchen Infos sammeln. Wofür soll ich für jemanden, der bei mir noch gar nichts gekauft hat, die Adresse sammeln? Die kann ich dann sammeln, wenn er was gekauft hat, wenn es ein physikalisches Produkt ist, was per Post verschickt wird. Genau, hier tatsächlich ja. Qualität und keine Quantität. Ja, das leidige Thema Datenschutzerklärung. Ina, wie komme ich denn da hin und wo bekomme ich die her? Viele haben sich letztes Jahr irgendwo copy-paste eine beschafft, haben die reingepackt in ihre Website. Hier will ich euch noch mal ein paar Sachen dazu sagen. Das, was mir so unter die Finger gekommen ist, zum einen gibt es die Datenschutzerklärung für die Website. Die bezieht sich auf alles, was auf eurer Website passiert. Und dann kennen vielleicht einige, wenn du heute zum Arzt gehst, dann musst du erstmal irgendwie 3 Zettel unterschreiben, was mit deinen ganzen Daten passiert. Das ist nochmal eine separate Datenschutzerklärung für alle, die im physischen Kundenkontakt oder Klientenkontakt, Patientenkontakt, Mitarbeiterkontakt stehen.
hier gibt es nochmal separate Datenschutzerklärungen speziell für diese Fälle. Und die Botschaft dahinter, vermischt das bitte nicht. Ich erlebe das ganz oft, da ist das irgendwie zusammenkopiert, zusammengewürfelt. Eine Datenschutzerklärung muss das eins zu eins widerspiegeln, was tatsächlich auch getan wird. Ja, vor allem da ist halt echt der Fehler, wenn du halt einfach hingehst und du kopierst ja halt einfach von jemand anders das. Also das habe ich halt auch schon voll oft gesehen, wo dann halt auch noch falsche Daten mitkopiert wurden und dann irgendwie falsche Unternehmensdaten. Das ist ja dann so ein bisschen blöd, ne? Dann wenn deine Firma dann auf einmal auch noch einen anderen Namen hat. Genau, und deswegen hier Update, Regelmäßigkeit, Reminder, ihr solltet die Datenschutzerklärung immer wieder anfassen. Ja. Zum einen, weil ihr auf euren Webseiten irgendwas ändert. Ihr baut einen Blog ein, ihr baut einen Online-Shop ein, ihr ändert einen Provider. Da muss die Datenschutzerklärung immer angepasst werden. Zum anderen, Felix, wie du gerade gesagt hast, Adressen, Kontaktdaten müssen immer aktuell sein. Also wer hat sich auch umfirmiert, wer aus einer UG irgendwann mal eine GmbH gründet oder einen Geschäftsführerwechsel hat, Anschriftenwechsel, ihr seid umgezogen, neue Telefonnummer, muss immer auch vom Impressum aktuell gehalten werden. Deswegen macht euch hier eine Wiedervorlage und denkt dran, immer wenn ihr an eurer Website irgendwas wegnehmt, also auch wenn ich einen Blog schließe, dass ihr an die Datenschutzerklärung denkt, dass dort was zu tun ist. Und ja, wie komme ich jetzt an so eine Datenschutzerklärung? Es gibt die Datenschutzgeneratoren. Ich habe euch hier mal die drei gängigsten aufgeschrieben. Die sind eine gute Grundlage, aber trotzdem ist meine Empfehlung hier, die grauen Zellen nochmal mit einzuschalten, weil die sind nur so gut, wie ihr die Daten dort eingebt. Und gleicht das immer nochmal ab, ist das tatsächlich so, weil das ist ja auch viel computergesteuert und gerade wer irgendwelche exorbitant oder exotischen Webseiten hat und irgendwas Besonderes, dann holt euch tatsächlich wirklich eine Fachberatung, gebt das Geld aus und derjenige macht euch das dann wirklich dort safe und guckt dann nochmal dahinter. Cool, sehr, sehr gut. Also hier kleiner Tipp, lasst mal die Folie eben offen. Ihr könnt auch immer mit dem Handy sich euch ein Foto machen von der Slide. Das ist immer mein super digitaler Trick, dass man einfach so ein Foto macht. Für alle, die regelmäßig bei uns dabei sind und in der Marketing-Kickbox wirklich mit dabei sind, können sich ja das ganze Video nachher nochmal angucken und alles nochmal aufschreiben. Aber ansonsten ist immer ein super Tipp, das Handy oder Bildschirmfoto ist noch besser. Früher gab es so eine Taste, die hieß Druck. Ich sehe den Florian nicken, der hat das vielleicht schon gemacht. Da konntest du immer auf Druck drücken und dann war das fertig. Ganz modern. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das hast du schon gemacht, insofern muss ich damit leben. Sehr gut. Ja, digitale Welt, wir sind alle viel unterwegs. Ich will euch hier nochmal ein paar Tipps mitgeben, wie ihr eure mobilen Geräte schützen könnt. Weil das Handy ist ja heutzutage nicht mehr nur zum Telefonieren da, sondern viel mehr. Grundsätzlich, mein Tipp, trennt wirklich Geschäftliches und Privates. Die Technik ist noch nicht so weit, dass das... dass man das eins zu eins trennen kann. Das ist wirklich, ich sage mal, am Anfang ist es vielleicht okay, aber wenn euer Geschäft größer wird, besorgt euch ein zweites Handy. Es hat auch den Vorteil, dass man kann das Handy einmal auch mal ausmachen und mal Wochenende machen. Dann ganz großer Punkt, verschlüsselt die Geräte. Laptop, Handy, Tablet, aber auch Festplatten, Speicher, alles, was ihr irgendwo habt, weil das gibt echt ein Problem, wenn eure Geschäftsdaten weg sind und es kommt zu einer Datenpanne. Ich habe euch hier mal VeraCrypt dahinter geschrieben. Das ist ein kostenloses Programm, eignet sich super für so One-Man- oder One-Woman-Shows, wie ich das bin, um die Daten zu verschlüsseln. Und macht auch bitte eine regelmäßige Datensicherung. Nichts ist wirklich blöder. Eure Kundendaten oder Geschäftsdaten sind verloren gegangen. Es gibt jetzt ja wieder gerade irgend so eine Schad-E-Mail, die versteckt sich als oder tarnt sich als Bewerbungs-E-Mail, die löscht alle Daten auf dem Rechner. Das kann natürlich fürs Geschäft einfach fatal sein. Und hier arbeite ich jetzt zum Beispiel mit A-Shampoo, ist nicht zu verwechseln mit dem Haarshampoo, sondern ist ein Datensicherungsprogramm, gibt es auch kostenlos zum Download. Funktioniert super. Also wie gesagt, dort immer mit dran denken und gerade beim Handy und beim Tablet. Ja, prüft doch mal eure Zugriffsrechte von den ganzen App-Einstellungen, die man so auf dem Handy hat. Es ist interessant, wer sich dort alles Daten holt. Also die Wetter-App greift auch auf Kontaktdaten zu. Einfach mal ausschalten, geht bei Einstellungen und das reduziert natürlich den Traffic auf dem Handy. Ja. Einfach mal, also das sind so Sachen, wo ich sage, das muss einfach nie sein. Ja für alle, die viel mit dem Zug fahren oder öffentliche WLANs nutzen, im Café, in der Hotellobby,
nutzt eure eigene Internetverbindung. Die WLANs, die öffentlichen WLANs, die sind tatsächlich zu unsicher. Also immer in Bezug auf euer Geschäft. Genauso nicht benötigte Schnittstellen an der Stelle auch ausschalten, weil das immer Schlupflöcher sind für irgendwelche Viren oder irgendwelche Leute, die euch schaden wollen, die auf eure Geräte zugreifen und sich dort die Daten ziehen. Weiterhin oft vergessen ist gerade auch beim Handy der Virenschutz. Hier arbeite ich selber mit Avast oder Antivirus zusammen. Es kostet ein bisschen Geld, aber die haben mich schon tatsächlich vor einigen Dingen gerettet. Gerade wenn man eben auch Thema Online-Banking für den Privatgebrauch. Ja. Und zum Schluss einfach auch meine Empfehlung fürs Geschäft. Nutzt den sogenannten Sichtschutz. Ich denke mal, die zukünftigen Laptops oder Mobilgeräte werden das schon von Grund auf dabei haben. Das ist sozusagen jetzt im Moment eine Folie. Ich zeige das mal. Ihr könnt jetzt hier alle mein Handy sehen. Und wenn ich das jetzt kippe, dann habt ihr kein... Cool. Ja, also gerade mal, wenn du in der vollen Bahn stehst oder du bist in einem Park und löst noch schnell irgendwo ein Ticket, wo du einen Zahlungsdienstleister nutzt, ist das super, oder im Zug. Und zum anderen gibt es für den Laptop auch, ich zeige das jetzt auch mal, ihr müsst alle gerade mal ein bisschen was kommen sehen, einmal eine Folie für die alle, die im Café arbeiten oder im Zug. So cool. Da sitzen Leute hinter euch, die einfach gucken und ich sag mal so, okay, gibt das Geld einfach praktisch mit aus, beziehungsweise achtet beim neuen Laptop-Kauf oder Gerätekauf drauf, dass sowas einfach schon vorhanden ist. Und wie gesagt, das wird sich demnächst umsetzen. Ja, Thema Datenpanne ganz kurz. Was ist eine Datenpanne? Alles, was gehackt, gestohlen und verloren gegangen ist an Daten oder an Hardware, die ihr geschäftlich nutzt. Und hier gibt es eine Meldepflicht, wenn dort ein Risiko ausgeht. Was heißt das jetzt? Das wäre zum Beispiel, euch kommen die Kundendaten inklusive der Bankverbindung weg oder Personaldaten oder im Gesundheitsbereich Patientendaten oder Gehälterdaten und die werden im Internet veröffentlicht. Die sind bei der Landesbehörde, jedes Bundesland hat eine Landesbehörde, sind dort innerhalb von 3 Tagen zu melden und wenn euch das passiert, dann holt euch dort auch einen Fachbeistand, der euch dort durch dieses durchzieht. Also wenn mir sowas passiert, besser proaktiv es selber melden, als vorher erstmal erwähnen zu lassen. Genau, also erstmal jemanden anrufen, also einen Anwalt oder einen Datenschutzbeauftragten, der euch dort erstmal, der macht erstmal eine Risikoeinschätzung und dann geht's weiter. Okay, cool. Ja, und ich weiß, das Thema ist sehr komplex, aber gebt nicht auf und holt euch Unterstützung, recherchiert im Netz, es gibt wirklich da auch schon mittlerweile gute Seiten, aber lasst das Thema nicht einfach so links liegen. Sehr cool, liebe Ina, 1000 Dank. Ich mache mal symbolisch so. Erstmal vielen, vielen Dank. Ich habe mir noch 2, 3 Fragen aufgeschrieben, die sicher auch den einen oder anderen hier betreffen, die ich dir ganz gerne an der Stelle einfach nochmal stellen würde. Das allererste ist Thema Speicherung von Daten in der Cloud. Also ich glaube, fast jeder von uns, Google Drive, Dropbox, keine Ahnung, iCloud, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe alle. Darf ich das eigentlich? Muss ich da irgendwas beachten? Gibt es da irgendwas, was wichtig ist? Naja, das fällt halt unter die Auftragsdatenverarbeitung, was wir schon hatten. Also von Google rate ich für den geschäftlichen Gebrauch tatsächlich ab. Das ist wirklich zu unsicher. Ja. Meine Empfehlungen sind hier wirklich Lösungen. Also es kommt ja immer darauf an, was speichere ich dort. Wenn ich dort irgendwelche anderen Sachen speichere, wo keine personenbezogenen Daten sind, dann ist das egal. Aber wenn ich tatsächlich Kundendaten, dann nutzt ein System, wo die Server einfach innerhalb der EU stehen. Das ist einfach der Zeit der Safe. Und das wäre zum Beispiel Strato Cloud-Systeme, sind TÜV-zertifiziert. Alles andere ist noch nicht so weit. Also die sind halt in den Verhandlungen auch noch nicht so weit, dass man das... Aber ich bleibe jetzt trotzdem mal an dem Punkt so ein bisschen dran, weil ja, kann ich jetzt nachvollziehen, aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich würde jetzt mal tippen, dass von den 50 Leuten, die gerade hier online sind, 45 ihre Daten entweder bei Dropbox oder bei Google Drive liegen haben. Also vielleicht bin ich auch der Einzige und ihr habt alle Strato, aber also du würdest empfehlen, dass wenn Server in Deutschland oder in der EU... In der EU, also einfach, ich sag mal, ich muss natürlich mit dem Vorbild vorangehen, das ist ganz klar. Ja. Aber von Google würde ich tatsächlich abraten. Okay, okay. Also, wie gesagt, es ist ja immer so ein bisschen, ich sag's jetzt mal doof, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Ne? Also,
jetzt für mich wäre die Umstellung, ich lege jetzt alle meine Daten, ich glaube, wir reden hier über mehrere hunderte Gigabyte, da sehe ich mich alleine schon wieder eine Woche lang nichts anderes machen, als Daten von A nach B zu schieben. Aber das können wir schon mal machen. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Rechnungen und bestimmten Hinweisen auf Rechnungen? Also grundsätzlich ist es so, das fällt ja in das Thema Löschfrist. Das heißt, Daten müssen nach einer gewissen Zeit, wenn kein Kundenkontakt mehr besteht oder auch bei Mitarbeitern gelöscht werden. Was die Finanzämter fordern, das liegt überhalb der DSGVO. Also es darf jetzt niemand kommen und sagen, du Ina, mein Name steht auf deiner Rechnung, lösch das jetzt mal, während ich noch verpflichtet bin, das aufzubewahren, falls das Finanzamt mal eine Tiefenprüfung macht. Okay. Also andere, also die Steuergesetze und BGB, HGB, die stehen alle oben nochmal oben drüber. Das ist dann im Einzelfall zu prüfen. Aber es existiert jetzt keine Pflicht, das auf eine Rechnung drauf zu schreiben. Also hier habe ich nochmal nachrecherchiert. Das steht in den betroffenen Rechten drin. Und das könnte ja auch, wenn da mal jemand fragt, auch so als Antwort geben, das Finanzamt, das geht da einfach vor. Ja. Okay, also wenn mir jetzt jemand sagt, mit dem ich jetzt Streit hätte, vernichten Sie alle meine Sachen, vernichten Sie auch die Rechnungen, vernichten Sie alles, wo mein Name draufsteht, dann kann ich auch sagen, nee, die Rechnung kann ich nicht vernichten, weil die muss ich alleine schon wegen dem Finanzamt aufbewahren. Nee, ganz so einfach ist es auch nicht. Es kann jetzt auch niemand kommen und sagen, hier machen Sie alles. Es muss immer auch geprüft werden. Es gibt auch noch die Form der Pseudonymisierung. Ja. Wenn ich das technisch nicht hinkriege oder wenn der Aufwand exorbitant hoch ist, was zu löschen, gibt es noch die Pseudonymisierung, also das anonym machen. Aber okay. Wenn das der Fall ist, dann wirklich nicht alleine losziehen, sondern um Hilfe schreien. Wie sieht's aus? Du hast eben schon mal über Impressum und Datenschutz gesprochen. Mal ganz doof gefragt, wie oft muss ich das ändern, wie oft muss ich das updaten? Also du wirst mir jetzt sagen, ja, du musst jetzt immer gucken, wie die Gesetze sich ändern. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Wie würdest du mit dem Thema umgehen? Naja, also grundsätzlich erstmal eine Selbsteinschätzung, wenn ich, was ich vorhin schon gesagt habe, auf meiner Website was ändere und wenn ich mich umfirmiere. Ja. Und was gesetzliche Updates angeht, also ich sage mal, mein Anliegen ist auch nochmal da so eine Art, ich nenne es jetzt einfach mal Newsletter oder Datenschutzinfos ins Leben zu rufen, wo genau solche Updates oder solche Dinge drin stehen, dass du dich damit jetzt als Unternehmer nicht beschäftigen musst, sondern eben dann von mir eine Nachricht kriegst, Achtung Felix, es gibt die und die Änderung, denk mal dran, ansonsten gibt es auch Firmen, die machen so eine Update-Dienste, das kann man in deren Hände legen und dann machen die das automatisch, dann scannen die das immer mal wieder und melden sich dann bei dir, weil sie festgestellt haben, ach man, der saß da mal in Düsseldorf und jetzt sitzt er in Hamburg oder in München. Ah, okay. Brauche ich denn, also ich höre immer wieder dieses Wort Datenschutzbeauftragten, vielleicht jetzt mal so als letzte Frage von mir, brauche ich denn einen Datenschutzbeauftragten? Also muss ich jetzt auch als One-Man-Show ab morgen, muss hier jeder, der hier ist, Mitarbeiter einstellen? Nee, als One-Man-Show definitiv nicht. Die alte Regelung galt ab 10 Mitarbeiter, die neue ist jetzt ab 20 Mitarbeiter. Also das haben sie schon mal gelockert, eben gerade für die Kleinunternehmer, dass die dort nicht so in die Bredouille kommen. Wer einen braucht, also wenn du jetzt natürlich Adresshändler wirst, ja, dann brauchst du einen, ne? Dann musst du einen bestellen. Also die haben eine Pflicht, also gerade die auch in den besonderen Kategorien, das muss dann im Einzelfall geprüft werden oder wo der Geschäftszweck die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist. Also wie gesagt, wenn du jetzt Adressen sammelst, Adresshändler wirst und die nach Polen verscheuerst, dann ja, ansonsten ist das ab nicht 20 dabei. Mitarbeitern. Genau, das Wichtige, was ich aber nochmal mit auf den Weg geben will, wer in diese Pflicht kommt, irgendwann vielleicht auch mal, hier fallen auch freie Mitarbeiter mit rein, Praktikanten und Leiharbeiter. Und der muss bei der Landesbehörde offiziell bestellt werden. Also einfach ein Benennen, das reicht nicht aus. Da gibt's, muss ein Schreiben gemacht werden oder kann online eingegeben werden. Und der muss, ich halte das jetzt mal hoch, das ist jetzt hier mein Glückszertifikat, also er muss einen Sachkundenachweis oder einen Fachkundenachweis. Ach so, okay. Also ich kann nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich bin jetzt selber mein Datenschutzbeauftragter, nee, alles ist gut. Das geht als Geschäftsführer sowieso nicht, weil du einen Interessenkonflikt hast. Du als Marketing Spezialist oder alle, die aus dem Vertrieb kommen, die wollen ja Daten sammeln. Also kannst du nicht gleichzeitig der Datenschutzbeauftragte sein, der zum Thema Datenschutz, Datenminimierung seine Flagge hochhält. Also das wird schwierig. Also ich halte mal fest, ich darf mich nicht selber als Datenschutzbeauftragter benennen. Ich darf auch Leute nicht einfach ein Newsletter schicken, ohne dass die da keinen Bock drauf haben. Die Leute müssen sich super simpel wieder abmelden können.
ich muss immer wieder darauf achten, dass ich mein Impressum und meine Datenschutzerklärung auf den neuesten Stand bringe. Und es gibt Generatoren, die ich nutzen kann, aber ich sollte ab und an auch mal ein bisschen selber nachdenken über dieses ganze Thema, damit ich da ein bisschen safe bin. Ich sollte im Idealfall Privates und Berufliches extremst voneinander trennen, was das angeht. Das sollte man als Unternehmer sowieso immer, ne? Thema auch zwei Konten zu haben und so weiter. Dass da wirklich auch so eine Brandmauer, bei Thema Steuern nennt man das immer, dass ich so eine Brandmauer habe, dass ich meine privaten Sachen auch so ein bisschen in Sicherheit bringen kann. Und dann bin ich zumindest, was das Thema angeht, schon mal ganz gut aufgestellt. Genau. Okay, perfekt. Liebe Ina, ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank für dein Engagement, deine Zeit, dein Wissen, dein Know-how und alles andere. Ich kick dich jetzt hier mal eben raus. Kick mich ruhig raus. Vielen, vielen Dank. Allen anderen, die jetzt hier sind, ich bin echt überrascht, dass erstens, dass wir so viele sind und zweitens, ich hätte so gedacht beim Thema Datenschutz, das hat mich total überrascht. Ich habe ja die Mail rausgeschickt, mal so ein Insight von mir und habe so gedacht, ja gut, da schreibt sowieso keiner drauf zurück. Habe da so mehr oder weniger so noch schnell dieses kleine Mini-Formular gebaut, wo du was eintragen musst. Da sind ja hier auch faule Schweine dabei. Da ist der ein oder andere hat einfach ja nichts da reingeschrieben. Irgendeiner hat auch mehr Schweinchen da reingeschrieben. Das dürfte ich jetzt, glaube ich, datenschutztechnisch gar nicht sagen. Irgendwie, manche haben mir geschrieben, warum solltest du unbedingt dabei sein? Weil wichtig. Hätte ich am liebsten zurückgeschrieben, du darfst auf keinen Fall dabei sein. Also, habe ich mich sehr gefreut und ich bin immer wieder überrascht, welche Themen Unternehmer interessieren. Freue mich auf jeden Fall, dass wir so viele Leute dabei waren. Wie gesagt, ihr merkt, der Felix ist nicht so einer, der jetzt hier so Verkaufsveranstaltungen ausmacht, weil da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Wer Lust hat, regelmäßig da mitzumachen, der hat entweder mittlerweile endlich dieses Buch hier gekauft. Das hier, das ist nämlich schon das hat noch keiner, das ist nämlich das Neue, das hat nämlich schon über 500 Seiten. Oder der geht einfach mal auf marketing-kickbox.de. Wir machen einmal die Woche so ein Ding. Wir haben nächste Woche alle Fragen. Danach die Woche machen wir Google und Landingpages. Danach die Woche machen wir WordPress und Marketing. Wir sind ja immer am Ackern. Ein Stau hat nur eine Stunde. Meistens rede ich immer ein bisschen zu viel, weil mir noch irgendwas einfällt. Wir haben eine Gruppe, wo wir uns untereinander alle supporten und austauschen. Bei WhatsApp. Aber das weiß natürlich kein Datenschutzbeauftragter, sonst, jetzt habe ich das hier mit in das Video aufgesprochen. Scheiße. Naja, also, wer Bock hat, sowas regelmäßig mit uns zu machen, der schaut sich einfach die Seite an. Das kostet ein paar Euro, ist aber ziemlich billig. Also, ich finde das ziemlich billig. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, den einen oder anderen von euch regelmäßig hier wiederzusehen. Ist eine coole Gruppe, macht immer mega Spaß. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir heute hier 50 Leute zum Thema Datenschutz waren. Und würde euch allen einen wunderschönen Abend wünschen. Ich gucke hinten durchs Fenster, in Düsseldorf scheint die Sonne. Ich hole mir jetzt einen Döner, nämlich heute ist Donnerstag und da isst der Felix abends immer Döner. Das ist eine sehr ausgewogene Ernährung. Ansonsten freue ich mich, mit euch bei E-Mail, Instagram, LinkedIn oder sonst wo zu schreiben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ihr habt ein bisschen Content mitgenommen, habt euch ein bisschen was aufgeschrieben. Vielen, vielen Dank, liebe Leute. Ich wünsche euch...